Ich trinke wirklich selten Energy Drinks, aber Leute, ja, das trifft es hundertprozentig. Ja, hallo meine Energy-Fans und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo mit einem neuen Produkt, was ich bei Lidl entdeckt habe. Es gibt es auch nur bei Lidl. Aus der Gefriertruhe einmal die neuen Wassereissorten, einmal in der Sorte mit Blueberry und Kokos. Das habe ich mir auch nochmal mitgenommen. Und ja, für alle Leute, die gerne Energy-Drinks trinken, habe ich hier auch nochmal eine Sorte mit Energy-Drink. Ja, Leute, das ist ein Wassereis mit Energy-Drink-Geschmack. Mega geil. Ich habe ja schon mal einen Pudding getestet mit Energy Drink Geschmack. Das war jetzt nicht so das. Bah, erstmal übergeben. Ich bin gespannt, wie es jetzt in einer Eissorte schmeckt. Das ist jetzt nichts irgendwie High Protein oder Low Sugar. Das ist ein ganz normales Wassereis mit Zucker, mit Energy Drink Geschmack. Und Leute, es kann krass werden. Ich habe so das Gefühl, also entweder wird es richtig geil oder es wird einfach richtig schlecht. Und wie gesagt, das andere teste ich auch noch für euch in einem extra Testvideo. Jetzt erstmal hier mit Energy Drink. So, hier einmal das Eis. Sie sind einzeln verpackt. Ich glaube, es sind 6 Stück immer drin in einem so einem Karton. Ja, das Eis. Wie heißt das hier? Kong Strong. Das ist ja auch so eine Energy Drink Sorte. Es hat so eine gelbliche Farbe. Ich beiße immer nie gerne in Eis rein, weil das tut mir immer so an den Zähnen weh. Aber ich muss es, glaube ich, jetzt mal machen. Es ist auch ein bisschen weich schon. Boah. Ui. Oha. Also ich bin jetzt nicht so der Energy Drink Freund. Ich trinke selten Energy Drinks. Ich trinke wirklich selten Energy Drinks. Aber Leute, ja, das trifft es hundertprozentig. Oh Gott. Oh Mann. Ja, gut. Boah. Schön erfrischend. Ich finde es jetzt noch mal ein bisschen erfrischender als ein Energy Drink selber, klar, weil es ist ja Eis. Aber es ist süß. Es schmeckt nach Energy Drink. Es geht so in die Richtung Red Bull, aber es hat einfach diesen typischen Energy Drink Geschmack. Es hat jetzt keine bestimmte Geschmacksrichtung. Es schmeckt einfach nur nach Energy Drink. Und deswegen finde ich, ist es auch gut gelungen. Das kann man gerne machen. Ja, ich finde, es ist wirklich lecker. Also, ich esse tausendmal lieber dieses Eis hier, als einen richtigen Energy Drink zu trinken, weil es schmeckt nochmal ein bisschen süßer und es hat auch, wie gesagt, das ist ja auch mein Eis. Energy Drink Geschmack ist da. Ich würde auch, wenn ihr überhaupt gar keinen Energy Drink mögt, dann geht da nicht bei. Es schmeckt wirklich sehr stark nach Energy Drink. Ja, ich finde das lecker. Wie gesagt. Ist nicht meine allerliebste Geschmacksrichtung, aber steht auf jeden Fall, es schmeckt nach dem, was draufsteht. Daher kann man hier auch 9 Punkte geben. Es gibt noch eine andere Sorte mit Blueberry und Kokos, glaube ich. Die werde ich auch noch für euch probieren, Leute. Ja, und wir sehen uns in meinem nächsten Testvideo.